So blöderweise hat das jetzt nicht mitgefilmt. Ich habe jetzt den Deckel hier platziert, habe durch die Wendeöffnung meine Nadel, also das Ende meines Fadens verknotet, meine Nadel durchgegeben, durchgestochen und nähe jetzt hier mit der Zaubernaht den Deckel an. Ich werde dann noch eine zweite Runde nähen, damit es noch ein bisschen sauberer aussieht. Ja. Ab jetzt haben wir eigentlich nur noch Handnähen, juhu. Sagen, das ist das, was ich immer am allerwenigsten leiden kann. Am liebsten hätte ich immer alles fest mit der Maschine genäht und nur noch die Wendeöffnung zu schließen. Aber so spitzt es leider nicht immer. Jetzt habe ich einmal rundherum genäht. Jetzt verriegel ich den Knoten wieder. Indem ich ein paar Mal durchsteche und den Faden durch die Schlaufe da durchschicke. Das mache ich immer ein paar Mal. Denken muss ich ja sicher. Und dann steche ich es durch und hole mir den Faden an irgendeiner Stelle wieder und schneide den Faden ab. So, morgen werden wir das Horn annähen und wenn es sich ausgeht, auch noch die Füße. Und dann wäre er sogar schon fertig. Unfassbar.